Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Die Asynchronmaschine ist unser Thema. Nun, jetzt wissen wir, wie die Asynchronmaschine funktioniert. Wir wissen, wie sie wegfahren kann, wie wir sie anlassen können. Wir wissen, wie wir Drehzahl ändern. Ja, was passiert jetzt? Müssen wir stehen bleiben. Ja? Müssen wir bremsen. Bremsen, wie funktioniert Bremsen in einer Asynchronmaschine? Nun, der einfachste Fall, also wie eine Asynchronmaschine gebremst wird. Stellen wir uns vor, es kommt zu einem Lastwechsel, ja, und eigentlich wird die Asynchronmaschine jetzt angetrieben, anstatt dass sie antreibt. Ja. Was passiert dann? Nun, wir werden über die synchrone Drehzahl hinausschießen. Ich habe das hier jetzt wieder versucht aufzuzeichnen. Wir haben hier diese Momenten-Schlupfkennlinie, also eigentlich die Drehzahlkennlinie, da ist eine Drehzahl, synchrone Drehzahl, da ist Stillstand, gell. Da wäre praktisch doppelt so hohe Drehzahl, Schlupf minus 1 wäre doppelt so hohe Drehzahl. Wenn wir uns diese Linie hier anschauen, ja, was passiert da eigentlich, wenn wir über die synchrone Drehzahl drüber kommen? Nun, im Endeffekt wird sie eigentlich symmetrisch. Also was sie aufbaut, ist so ein Bremsmoment und das geht nachher so weg. Und schleift sie da ein. Das ist praktisch so back gespiegelt, runtergeklappt, diese Kennlinie. Ja. Und wir sehen, ganz automatisch entsteht beim Überschreiten der synchronen Drehzahl entsteht ein Gegenmoment. Ja. Mit der Strom noch in die andere Richtung. Eigentlich praktisch genauso wie wir es bei der Gleichstrommaschine besprochen haben. Also da gibt es einen nahtlosen Übergang, kannst du sagen. Ja? Also wir werden sie nachher da unten bewegen. Ja? So. Auf diesem Teil der Kennlinie. Das zeigt er, hast Nutzbremsen. Ja? Übersynchrones Bremsen. Ja? Schau wieder her. Übersynchrones Bremsen. Oder auch Nutzbremsen. Also das passiert, wenn man praktisch eine Asynchronmaschine antreibt. Ja, dann wird die Drehzahl ein bisschen mehr. Und es baut sich ein Bremsmoment auf. Ich kann also eine Asynchronmaschine in beide Richtungen. Also das schaut jetzt praktisch gleich aus. Hoffentlich ist mir das halbwegs gelungen. In beide Richtungen verwenden. Ja? Speisen wir zurück. Gut. Wie schaut eigentlich, wenn wir jetzt schon drüber reden, wie schaut das da herüben aus? Wie schaut es da aus, wenn wir praktisch in die Gegenrichtung Stoff geben? Naja, da glüht das so aus quasi. Ne? Da wird das immer so, das ist so, da wird diese Kennlinie wird das so verlängert. Ne? So schaut das aus. Also das ist die Motorkennlinie, das ist das übersynchrone Bremsen. Was ebenfalls gemacht wird, ist sogenanntes Gleichstrombremsen. Okay? Beim Gleichstrombremsen wird jetzt kein Drehfeld auf die Maschine geschaltet, kein Drehstrom, sondern Gleichstrom, ja, Gleichspannung drauf. Nur darf nur eine sehr kleine Gleichspannung sein, weil man das hat ja keinen Widerstand, ja, also kann wenig Widerstand hat diese die Starterwicklung. Anker. Starterwicklung wenig Widerstand. Deswegen darf ich da nur eine kleine. Der Widerstand entsteht ja praktisch durch die Spule, ja, durch die Frequenz und so weiter, da die begrenzt hat den Stromfluss durch die Spule normalerweise, wenn ich Wechselspannung draufschalte. Wenn ich jetzt aber Gleichspannung draufschalte, habe ich ja kein sich änderndes magnetisches Feld und damit keine Selbstinduktion und damit rennt der Strom, der sich gewaschen hat. Ja, deswegen der wird nur eine kleine Spannung draufschalten. Mann, wem stört das, ne? Immer Batterie. So arg ist es nicht. Die Stromstärken sind nämlich schon entsprechend groß. Ja? So, was passiert da eigentlich, wenn ich da jetzt eine Gleichspannung draufschalte? Sagen wir, die ist klein genug. Alles im Rahmen. Der Nennstrom nicht mehr wie der Nennstrom fließt und so weiter.
Ja, was ist denn die synchrone Frequenz bei Gleichspannung? Null. Ja? Das heißt, im Endeffekt, was da passiert ist, dass Stillstand und Schlupf Null fallen dann zusammen. Ich habe dann praktisch hier die neue Linie, die neue beim Gleichstrombremsen ist NS praktisch Null. Das heißt Gleichstrombremsen. Ja. Wenn dieses NS Null ist, verwenden wir das so. Ja, dann passiert eigentlich nichts anderes wie das hier, übersynchrones Bremsen. Nur ist diesmal die synchrone Drehzahl 0. Und sobald ich, aber Achtung, ja, was passiert, wenn ich 0 erreiche? Das Moment ist nichts. Ja. Haltemoment gibt es keines. Das heißt, sobald das Ding steht, geigelt es. Ja. Es ist nicht eingesperrt, nicht gebremst, festgebremst. Und je kleiner die Drehzahl wird dann praktisch, desto weniger wird dieses Bremsmoment. Das ist also, dann wird das relativ klein und desto schlechter funktioniert eigentlich dieses Gleichstrombremsen. Okay? Gleichstrombremsen geht halt dann nicht mehr. Ja? Habe ich einen Schleifringläufer, dann kann ich diesen Schleifringläufer auch praktisch dazu verwenden, um dort Gleichspannung zu applizieren, ja? verschiedene Läuferwiderstände, naja, und da kann ich dann halt verschiedenste Kennlinien da abrufen, ja? Also dann kann ich dann halt darüber und also genauso wie wir es praktisch gesehen haben beim, das liegt da hinten, beim Anfahren der Maschine kann ich da beim Bremsen praktisch verschiedene Dings drauf machen, ja? Welche Spannungen ich jetzt da drauf schalten darf, ja, und welche Ströme, hängt ein bisschen von der Schaltung ab. Ja, aber das muss man sich halt im Fall des Falles überlegen. Ja. Also es reicht normalerweise eine Spannungsquelle, die ich da auf verschiedenste Art und Weisen drauf schalten kann. Je nachdem, ob das im Stern oder Dreieck geschaltet ist. Aber das Prinzip ist hoffentlich klar. Ja. Gleichstrombremsen. Synchrone Drehzahl dann 0. Gut, übersynchrones Bremsen, check. Gleichstrombremsen, praktisch übersynchrones Bremsen mit synchroner Drehzahl 0, check. Ja? Aber was ist, wenn ich keine Gleichstromquelle zur Verfügung habe, übersynchron, ich möchte trotzdem stehen bleiben? Ja? Geht das auch irgendwie? Nun, was man machen kann. Ja. Normalerweise, ich meine, wir haben schon darüber gesprochen, über die Windungen. Ja. Also hier, wenn das der Motor ist hier, ja, und das die drei Anschlüsse, das war ja U, V, W. Ja. Haben wir das normalerweise U, V, W geschaltet. Ja. U, V, W war die Reihenfolge der Phasen. Ja? Phasenreihenfolge. Und jetzt kann ich zum Beispiel die hinteren zwei umdrehen. Ja? Jetzt mache ich U, W, V. Ja. Was passiert da? Ja. Schauen wir uns das von, ich meine, UVW, 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 das ist die richtige Reihenfolge. Und jetzt lese ich das von hinten. VW, UVW, UVW, UVW. Hören Sie das? Ja, hören wir das? Es ist praktisch, wenn ich es von hinten lese, ebenfalls UVW, 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 nur in die andere Richtung. Ja. Das heißt,
ich meine, jetzt ist schon wahrscheinlich hoffentlich klar, was passiert. Wenn ich zwei Phasen umdrehe, dann dreht sich das Drehfeld in die andere Richtung. Okay? Man kann es einfach durch Aufsage im Endeffekt erreichen. UVW, UVW, UVW. Und weil ich das von hinten nach vorne lese, VW, UVW, 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 genau so nur in die andere Richtung gelesen. Das bedeutet, ich habe hier praktisch dann in die andere Richtung ebenfalls diese Kennlinie hier. Ja, also diese Kennlinie bleibt aufrecht. Geht over. So schaut praktisch die Kennlinie bei dieser Phasenreihenfolge aus. Ja? Da. Phasendreher. Ja? Das ist übrigens manchmal der Grund, warum sich ein Motor in die verkehrte Richtung dreht. Also es wird angeschlossen, so ein Motor. Ja? Und dann wird üblicherweise die Drehrichtung überprüft. Das macht man, weil es passieren kann, dass man eben in der verkehrten Richtung angeschlossen hat, zwei Phasen verdreht. Das ist ein Kabel, da kann man lauter schwarze Fehler passieren. Okay? Ja? Wenn die Drehrichtung passt, passt. Ja? Wenn nicht, 200, passt da. Passt wieder. Ja? Weil mit Phasendrehen kann ich praktisch zwei Dings verändern. Wie schließe ich das an? Ja? So. Ja? Und dann mache ich da ein Relais einer. Ein Schütz eigentlich. Ja? Und mit zwei Kontakten. So. Den einen schalte ich auf V. Den anderen schalte ich auf W. Ja. Und da oben habe ich dann praktisch die Zuleitungen. Ja. L1, L2, L3. Nun, wenn die so sind, muss ich es halt so hinschalten. Ja. So. Ja. Oder ansonsten eben in die andere Richtung. Und mit diesem Relaischen hier kann ich jetzt die Drehrichtung umschalten, ja? Weil dann ändern sich diese Phasen. Das heißt, ich kann praktisch im Betrieb noch ein Relaischen, das ist je nach Größe des Motors, ist das nicht, also habe ich L1, L2, L3 hier, ja? Und dann schalte ich da um, und auf einmal hat sich das Feld umgedreht, ich falle hier runter, ich habe hier ein Bremsmoment, ja? ich teufle hier rüber entlang der Kennlinie, ja? Und jetzt, was passiert jetzt? Muss ich ausschalten, muss ich schon ausschalten bitte, ja? Weil sonst teufelt man ja in die andere Richtung los. Ja? Wenn ich schon hier teufle, dann teufle ich hier noch mehr. Ja? Also muss man irgendwie einbauen, ja? Das heißt, wenn die Drehzahl einen gewissen Wert unterschreitet, dann abdrehen, ja? Weil sonst geht es in die andere Richtung los. Das da heißt Gegenstrombremsen. Also einfach eine Phase verdrehen. Okay? Bremsen. Ja, Gegenstrombremsen, Gleichstrombremsen, übersynchrones Bremsen. Cool, ha? So können wir das machen. Ja? Jetzt haben wir dafür gesprochen im Endeffekt über das Betriebsverhalten der der Asynchronmaschine. Gleichstrommaschine haben wir auch viel geredet, aber in einer anderen Serie von Videos. Asynchronmaschine. Jetzt schauen wir uns mal an, was auf so einem Typenschild von so einer Asynchronmaschine draufsteht. Schauen wir uns das an. Das ist nämlich, schaut immer sehr ähnlich oder sogar, ich möchte fast sagen, gleich aus. Ja, dass man sich da auskennt. Okay? Und es gibt eine Form, wie das auszusehen hat. Und die werden wir im nächsten Video besprechen. Nächstes Video. Leistungsschild einer Asynchronmaschine. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.